So, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen. Ich habe gesagt, Freitag gibt es ein Infovideo zum Update von. Falsche Richtung. Vom Akadari-Turnier. Und dieses Update gibt es natürlich auch jetzt. Look at my life, feel my pain. When it comes to me and you, we're not the same. This is so far from a game. Demzufolge, Update ist folgendermaßen: Wir haben Anmeldungen erhalten. Wir haben Interessierte, also. Holy shit, echt cool, wie es angenommen wurde und so. Das war nur eine kleine Idee. Und das ist übrigens scheiße. Das wäre so eine kleine Idee. Vielleicht klappt es ja. So ein kleines YouTuber, Streamer, Twitcher, wie auch immer, Turnier, Creator-Turnier halt. So für die kleineren, sag ich mal. Und einfach for fun. Na, klar, wir haben jetzt so einen kleinen Preis, sag ich mal. Aber so viele haben gesagt, hey, sie hätten Bock. Und das ist echt cool. Also Leute, echt danke dafür. Dann, bevor wir zu den neuesten Updates kommen, nochmal ein kleiner Hinweis. Weil es nicht bei 100% ankam, diese Info. Wir sagten ja zum Beispiel, Abo ist Pflicht. Haben wir im letzten Video gesagt. Liegt auch daran, weil wir einfach nur wollten, wenn ich zum Beispiel so ein Video mache, oder beziehungsweise wir so ein Video machen über Updates und so, dass auch jeder das zum Beispiel mitkriegt. Das kriegt man natürlich einfacher mit, wenn man zum Beispiel Abonnent ist. Nach dem Turnier können wir ja wieder gehen, deswegen. Also haben nicht alle verstanden, aber darum ging es hauptsächlich, dass man es irgendwie auf unserem Discord mitkriegt, wo auch einige dazugekommen sind, danke dafür. Oder halt auf YouTube schon das verstanden haben, okay, einmal kurz Abo da lassen, falls wieder von diesen Hänseln einer ein Info-Video macht zu dem Thema. Mache ich jetzt gerade, hoffentlich seht ihr es, also passt das. Und genau, das wollte ich nochmal kurz darauf hinweisen. So, als nächstes Thema. Und jetzt wirklich geht's los mit den Updates. Anmeldungen haben wir bislang 3 Stück erhalten. Ich habe ja gesagt, vor dem Turnier, bevor der Ankündigung, hatten wir schon 2 interessierte Teams. Die gehören immer noch im Reis. Oh Gott, es war im Kreis der Interessenten. Haben sich noch zum Beispiel noch nicht angemeldet, weil die komplette Teamanzahl noch nicht stimmt zum Beispiel. Aber 3 Anmeldungen gab es bisher: ein Solospieler, ein Dreier- und ein Vierer-Team. Wären jetzt fast 2 Teams so zum Beispiel. Also hätten wir jetzt aktuell noch 2 Teams, also um den Dreh hätten wir jetzt 2 Teams, die schon angemeldet sind. Ich habe mir noch welche, noch ein, zwei gefragt und die haben noch Bock. Also 2 Teams haben wir auf jeden Fall schon mal so gesehen. Interessierte sind zu aktueller Stand 3 Teams, vielleicht auch 4. Die noch interessiert sind, aber sich zum Beispiel noch nicht angemeldet haben. Wenn quasi alle Interessenten sich noch anmelden würden, würden wir auf jeden Fall sagen, hey, voll cool, reicht, um ein cooles Ding draus zu machen. Und genau, erstmal da noch ein kleiner Hinweis darauf. Nächste Woche Mittwoch, wir haben jetzt den 26. Der 1. ist das. Genau, erstmal kurz am Kalender nachschauen. Die Nacht vom 1. auf den 2., also quasi der 1., 0 Uhr, ist die Ende der Frist. Ja? Also bitte spätestens bis Mittwoch anmelden, damit wir gucken können, okay, reicht das oder gibt es nicht genug Interessierte. Deswegen am Freitag, nächste Woche Freitag, gibt es zum Beispiel das Infovideo, wie weit wir uns das schon überlegt haben, ob das Turnier zum Beispiel überhaupt stattfindet. Deswegen, also wir wollen jetzt ja nicht Ewigkeiten einfach nur gucken, okay. Vielleicht finden wir noch ein Team oder so, deswegen geht es auch ungefähr in die Richtung. Mittwoch bitte, der 1., die Nacht vom 1. auf den 2., wie gesagt, 0 Uhr, spätestens da angemeldet sein, sonst können wir leider nicht mehr planen. Also schon mal dafür die Info, dass wir halt sagen können, okay, wir können endlich mal anfangen mit Überlegungen oder halt nicht, weil zu wenig Teilnehmer. Deswegen bis dahin bitte anmelden. Genau, des Weiteren, wir haben schon erste Gedanken gemacht. Zum Beispiel, ganz klassisch halt, war das Turnier. Und da haben wir zum Beispiel überlegt, okay, fangen wir mit so einer Gruppenphase an. Macht sowas Sinn vielleicht? Also je nach, das ergibt sich natürlich auch aus den Interessierten, beziehungsweise aus den Anmeldungen von nächste Woche spätestens, hoffe ich mal. Dass wir vielleicht so eine Gruppenphase erstmal mit anfangen und danach so in dieses K.O.-System einsteigen. Oder ob wir zum Beispiel direkt ein K.O.-System machen. Oder ob wir zum Beispiel einfach sagen, eine Liga und jeder muss mal gegen jeden antreten. Das würden wir zum Beispiel gucken.
solche Überlegungen. Auch zum Beispiel, ob wir alles versuchen, schnell hintereinander zu machen. Oder einfach sagen, okay, 10 Leute müssen quasi ja Zeit haben, mindestens, um überhaupt ein Match zu machen. Weil 2 Matches wären 20 vielleicht oder 15, wenn ein Team zum Beispiel 2 hintereinander macht, je nach System, was wir uns aussuchen. Ob man vielleicht so ein kleines Spieltagssystem draus macht. Und ja, sowas ergibt sich dann zum Beispiel aus den Anmeldungen, die hoffentlich noch kommen oder vielleicht auch nicht. Also je nachdem, wie viele am Ende da sind, wie viele Teams am Ende stehen, entscheiden wir, was überlegen wir. Ihr könnt es auch gerne in die Kommentare schreiben oder bei uns auf dem Discord, was ihr so meint. Aber das sind so die Überlegungen, die wir aktuell führen, was man vielleicht am besten machen könnte. Genau. Und nochmal so ein kleiner Hinweis, nochmal zum Ende, weil viel mehr Infos gibt es halt noch nicht. Wir haben, wie gesagt, 2 Teams haben sich schon angemeldet ungefähr und 3 sind interessiert, noch 3 Teams circa. Und genau, ein kleiner Hinweis nochmal zum Ende. Falls ihr alleine seid, falls ihr sagt, boah, wir sind nur 2, wir sind nur 3, ist egal, wie gesagt. Wir würden auslosen, beziehungsweise zusammenlosen, dass ein Team draußen steht. Oder wenn, falls ihr das nicht wollt, auf unserem Discord gibt es auch Einzelspieler quasi. Da könnt ihr euch versuchen zusammenzufinden oder was weiß ich. Ne? Das müsst ihr entscheiden oder dürft ihr entscheiden natürlich. Und genau, also falls ihr euch auch schon angemeldet habt. Ja, aber vielleicht noch, oh krass, das ist der 5. Mann, den wir jetzt vergessen haben oder so. Dann könnt ihr das natürlich nachtragen. Vielleicht ein kleiner Hinweis beim Teamnamen, so ein Klammern haben wir uns schon angemeldet, bitte letztere löschen oder sowas. Irgendwie so, oder was weiß ich, irgendwo. Oder bei Ersatzspieler ganz unten. Genau, falls ihr zum Beispiel auch 6 seid, haben wir uns auch noch überlegt, macht zum Beispiel halt Sinn. Wenn ihr 6 Leute seid und nicht wisst, okay, naja, oder 5 Leute und ihr denkt, ach, im Zweifelsfall, der eine ist immer fraglich, das ist halt so ein Dulli, ne? Wie Sven zum Beispiel, der letzte Woche dabei war. Da könnt ihr zum Beispiel noch einen 6. eintragen, falls einer nicht kann. Also so kleine Auswechselspiele. Also wenn die Top 5 können, die eigentlichen Teilnehmer, dann bitte die. Wenn einer aber wirklich nicht kann oder der nicht zuverlässig genug ist für sowas, dann könnt ihr auch euren 6. Mann das holen, solange er ja im Formular drin ist. Genau. Das sind quasi die Infos nach aktuellem Stand. Wie gesagt, man könnte bis zu 5-6 Teams zusammenkriegen aktuell. System haben wir jetzt erklärt. Bitte bis Mittwoch antworten, sonst ist es zu spät für euch. Ne? Deswegen, falls ihr es noch nicht getan habt. Also wer sich bisher angemeldet hat, die kannte ich vorher noch nicht. Deswegen auf die war Verlass. Danke auf jeden Fall dafür. Liebe Leute, die mich schon kennen oder sonst irgendwas, meldet euch an. Da seid ihr nicht dabei. Und ja, das sind alle Infos. Wie gesagt, wenn ihr auch Fragen habt, bei uns auf dem Discord oder hier in den Kommentaren, weil zum Beispiel bei Insta oder was weiß ich, bei Twitter oder so, sind wir natürlich auch vertreten. Aber wäre natürlich cool, wenn zum Beispiel, es kann ja sein, dass noch einer die Frage hat und das nicht genau weiß, dass er zum Beispiel auch sehen kann, ach krass, da hat schon einer die Frage gestellt, die mich interessiert. Also, ne, wäre cool, wenn ihr es dann die Frage öffentlich machen würdet, damit im Zweifelsfall für einige, die diese Frage geklärt ist. Und ja, also wie gesagt, es ist warm. Es ist jetzt 12:30. Ich hab vergessen, das aufzunehmen. Okay. Und ja, vielen Dank fürs Einschalten. Nächste Woche, Freitag, gibt es dann die Entscheidung quasi, ob das Turnier überhaupt stattfinden wird oder auch nicht. Je nach wie viele sich angemeldet haben am Ende. Und unsere Überlegungen zu dem System werden dann weiter fortgeführt. Weil wir natürlich ab Donnerstag dann wissen, wie viele teilnehmen würden. Noch ein schönes Wochenende wünsche ich euch. Boah, es ist scheiße warm. Könnt ihr den Counter machen, 4 Stück meine ich. Bis spätestens nächste Woche Freitag, haut rein. Schönes Wochenende noch und bis dahin eine schöne neue Woche. Und ja, haut rein, ciao. What you saying? It ain't nothing but hard work and dedication. Quit complaining, look at my life. Feel my pain. When it comes to me and you, we're not the same. This is so far from a game. What you saying? It ain't nothing but hard work and dedication. Quit complaining, look at my life.
life.